Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video befassen wir uns mit den Applikationsprotokollen. Und zwar werden wir uns anschauen, was gibt es noch für Applikationsprotokolle neben HTTP und warum brauchen wir sie, was sind die Vorteile und wie funktionieren diese. In der Vorlesung 3 und 4 haben wir uns mit den Protokollen beschäftigt. Also das ist mal der erste Teil hier. Das hier ist der zweite Teil. Dort haben wir uns mit TCP, UDP und Quick beschäftigt. Das sind Protokolle auf dem Layer 4, wobei man bei HTTP 3 argumentieren kann, dass es eigentlich beides ist, weil Elemente von einem Applikations- und einem von Transportprotokoll kombiniert worden sind und dadurch ein paar Roundtrips gespart wurden. Dort ist eben die Aufteilung nicht mehr nach Lehrbuch, das heißt dort hat es in diesem Quick, in dieser Spezifikation beide Elemente drin. Nichtsdestotrotz, eben die Vorlesung 3.4, dort haben wir die Protokolle Schicht 4 angeschaut, Transportprotokoll, und in dieser Vorlesung werden wir uns vertieft mit den Applikationsprotokollen beschäftigen, weniger mit HTTP, das wird auch kurz erwähnt in zwei Slides. Aber das sollten den meisten bereits bekannt sein. Das heißt, dort gibt es ein Quick Summary und wir beschäftigen uns eigentlich mit anderen Applikationsprotokollen. Man kann ein Applikationsprotokoll auch von Grund auf neu entwickeln. Das macht zum Beispiel Kafka. Hier ist die Protokollbeschreibung von Kafka. Kafka ist eine Art erweiterte Message Queue. Es kann dazu verwendet werden, dass die Daten bereits verarbeitet werden können, währenddem das gestreamt wird, und hat sein Anwendungsgebiet, wenn man viele Daten prozessieren muss und die direkt beim Senden schon prozessieren kann. Das zu Kafka, Message Queues werden wir am Rand auch erwähnen. Das Interessante ist eben, dass Sie sich entschieden haben, hier ein eigenes Protokoll zu entwickeln. Und in diesem Protokoll müssen Sie definieren, wie die Nachrichten aussehen, was für Felder es hat, wie groß das die Felder sind. In 32 zum Beispiel hier. Dafür werden 4 Bytes gebraucht. Und wie die Fehlermeldungen mit diversen Codes definiert sind. Das alles braucht man für ein eigenständiges Protokoll. Also man sieht schon, die Beschreibung, die ist relativ lang, und um das sauber und korrekt zu implementieren, da braucht es schon eine gewisse Zeit. Das heißt, man kann es machen. Es ist sicher dann optimiert auf diesen Use Case, wenn man so ein spezifisches Applikationsformat hat, aber eben es braucht seine Zeit. Man kann sich entweder entscheiden, das von Hand zu machen, also eben wie Kafka das gemacht hat, oder aber man kann sich entscheiden, sogenannte Protocol Generators zu verwenden. Dort werden Generatoren verwendet. Man kann dann in einer IDL, in einer Interface Description Language beschreiben, wie das Protokoll aussehen soll. Und mit diesem Generator kann man dann Code erzeugen, welche dann sich um das Protokoll kümmert. Das heißt, es werden dann Nachrichten serialisiert oder encoded, welche dann übertragen werden können. Auf der anderen Seite wird es dann wieder decoded und wird dann wieder der Applikation übergeben. Das Positive ist, es ist standardisiert. Man kann jetzt diverse IDLs verwenden. Man muss natürlich sich auf eine IDL verwenden. Wir werden uns ein paar Beispiele anschauen, aber wenn der Client und der Server diese gleiche Interface Description Language verwendet, dann können diese Client und Server untereinander kommunizieren.
Hat aber mehr Overhead, da diese Interface Description Language generisch sind. Das heißt, man kann eine ganze Anzahl von möglichen Protokollen damit definieren. Wenn man etwas selber schreibt, kann man es auf den spezifischen Use Case dann abbilden. Ein Beispiel starten wir gerade mit der Avro IDL. Und zwar sieht die wie folgt aus. Man kann die in dieser Sprache schreiben. Das heißt, man hat hier ein Protokoll, man hat hier eine Message, die man übertragen möchte, und in dieser Message hat es dann einen String drin und einen Code. Und als Antwort gibt es dann einen String. Das ist jetzt ein ganz einfaches Protokoll. Das kann man auch als JSON ausdrücken. Das geht beides, und anhand von dieser Sprache lässt sich dann Code erzeugen. Diese Beispiele habe ich ebenfalls in meinem GitHub-Repository. Das heißt, dort könnt ihr euch dann die Beispiele anschauen. Hier im Verzeichnis RPC zum Beispiel hier das Schema, wo wir hier unten das Beispiel gesehen haben. Wenn man es von Hand macht, dann lässt sich die Version zum Beispiel, kann man dann sagen, die Versionsnummer, die hat jetzt nur 28 Bit, die anderen 4 Bits sind für etwas anderes reserviert. Das geht in der Regel bei solchen generierten oder bei diesen IDLs funktioniert das nicht. Dort kann man nicht so spezifisch das Format definieren. Wenn man eben jedes Bit ausnutzen möchte, dann muss man etwas Eigenes schreiben. Das ist jetzt ein Beispiel von Tom Peer-to-Peer. So sieht der Header aus. Ich habe das gemacht, weil ich Interesse daran hatte, und deshalb habe ich es gemacht, nicht weil es irgendwie notwendig gewesen wäre. Einfach als Freude am Entwickeln. Was man ebenfalls berücksichtigen sollte, wenn man ein Protokoll schreibt, wenn man selber ein Protokoll schreibt, ist, wie es encodiert wird oder wie die Zahlen encodiert werden. Es gibt Little Endian, Big Endian, und die haben natürlich einen ganz gewaltigen Unterschied. Und zwar ist das eine in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung. Hier ein Überblick auf Wikipedia. Und hier sieht man schon die Grafik, die habe ich ebenfalls in meinen Slides. Wenn man eine Zahl hat, eine 32-Bit-Zahl, dann kann man die im Speicher entweder so encodieren, also A, B, C, D, oder das ist Big Endian oder Little Endian, D, C, B, A. Das heißt, je nachdem, wie dann diese 4 Bytes ankommen, muss ich dann wissen, ist es Big Endian, Little Endian, damit ich das wieder richtig encoden kann. Im Netzwerk, also zum Beispiel bei den TCP-Headers, dort verwendet man häufig Big Endian. Bei den meisten Rechnern, also x86, dort hat man dann Little Endian. Eine Ausnahme ist RISC-V, dort hat man Big Endian. Das heißt, wenn man zum Beispiel sich um das überhaupt nicht kümmert und dann die Daten direkt aus dem Speicher liest, übers Netzwerk schickt, und dann wird diese Nachricht dann gerade wieder in den Speicher geladen, ohne dass jetzt irgendeine Transformation stattfindet, dann funktioniert das, wenn die gleichen Prozessoren verwendet werden. Wenn nicht, eben, da muss man schauen, dass man entweder immer Little Endian oder immer Big Endian verwendet, um einen einheitlichen Standard zu haben. Wenn man IDLs verwendet, muss man sich um Little Endian und Big Endian nicht kümmern. Das wird bereits in der Library gemacht. Die Beispiele, wie gesagt, sind im GitHub-Repository. Hier gibt es auch Beispielcode. Aus Zeitgründen werde ich das jetzt nicht laufen lassen. Hier ein Beispiel, wo man mit Go einen UDP-Client startet. Der schickt dann eine Nachricht, schickt das mit Little Endian encoded, schickt dann 77 zurück. Als Gegenstück, dort gibt es den Server, der hört auf Port 7000, bekommt dann diese Nachricht, liest diese Nachricht.
Und wenn man diese Nachricht liest, dann und sie ist Little Endian und eigentlich wird Big Endian übertragen, dann sieht man, da kommt eine ganz andere Zahl an, weil eben wir einen Int lesen und nicht in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, the least significant Byte wird dann zuerst sein und das most significant Byte dann zuletzt, also gerade umgekehrt. Und das wird dann angeschaut und wenn wir das dann encoden möchten, dann müssten wir natürlich auch hier Little Endian verwenden und nicht Big Endian. Deshalb wird es hier nicht funktionieren. Nun, wenn wir Daten in einem Custom-Protokoll schicken und nun als Beispiel hier den String haben oder die Daten haben 5, eine Zahl und den String anybody there, Fragezeichen, dann verschicken wir, wenn wir ein Custom-Protokoll haben, 15 Bytes, wenn das nur diese Nachricht ist. Das wird unsere Benchmark sein und wir schauen uns nun, wie das bei diesen anderen Protokollen oder IDLs aussieht. Hier genau noch das Beispiel, anybody there, ich empfange das und lese dann, wie viel das ich empfangen habe und dann stellen wir fest, hey, es sind 15 Bytes. Wenn wir nun nicht unser eigenes Protokoll entwickeln möchten, Avro habe ich bereits erwähnt, ist ein Beispiel. Wir können auch ASN verwenden. ASN1, das ist ein Standard, der schon ein bisschen älter ist, wurde 1984 definiert und definiert die Datenstrukturen, wie man Daten, Integers, Strings serialisieren und deserialisieren kann. Wird hauptsächlich bei Zertifikaten verwendet, X509-Zertifikaten, das heißt, wenn man dort irgendein Zertifikat bekommt, sehr häufig werden die Daten dann mit ASN1 encoded. Wenn man sich jetzt ein Go-Beispiel anschauen möchte, es gibt auch ein Package dazu. Hier habe ich das Struct, welches unserem Beispiel entspricht, also wieder Code Message. Wir haben hier ein Integer und hier ein String. Und das kodieren wir, respektive hier encodieren wir es. Kodiert sieht der String wie folgt aus. Das wird entsprechend enkodiert. Also 30 sagt, es kommt jetzt eine Sequenz. 13 sagt, wie lange diese Sequenz ist. 2 sagt, hey, jetzt kommt dann ein Integer. Und 1 sagt die Länge dieses Integers. Und dann kommt der Value, das ist 5. Das ist, wenn wir das Beispiel hier anschauen, anybody there, 5, dann ist das die 5 hier. Und danach kommt der Typ, dass es nun ein String gibt. E ist die Länge des Strings und hier ist dann encodiert anybody there. Hier brauchen wir 21 Bytes, das heißt, wir haben eigentlich mit 15 Bytes gestartet. Das ist eigentlich, wenn wir das am effizientesten machen mit ASN1, braucht es dann 21 Bytes, ein bisschen mehr Overhead. Wenn wir das aber zum Beispiel in XML verschicken würden, dann hätten wir auch schon mehr Daten, die wir versenden müssten. Nämlich in diesem Beispiel hier hätten wir 48 Bytes, die wir verschicken müssen. Aber hier sehen wir auch schon, wenn wir so etwas schicken, dann muss man es zuerst noch dekodieren, um zu sehen, was verschickt worden ist. Wenn man so etwas liest, das ist human readable, da sieht man eigentlich direkt, was verschickt worden ist. Nun zurück zum Beispiel Avro. Das wird vor allem bei Hadoop verwendet oder ist rund um Hadoop entstanden. Das ist ein Big Data Framework. Es gibt diverse Anbindungen an alle möglichen Programmiersprachen. Ich habe Go Avro probiert und dort, wie gesagt, diese JSON Vorlage verwendet, diese hier, habe damit nun die Nachricht kodiert, habe sie rübergeschickt, encodiert und geschaut, wie viel Daten übertragen werden. Das ist hier das Code Snippet, das gibt es ebenfalls im GitHub Repository. Und wenn wir uns anschauen, was auf der Leitung übertragen wird, dann sehen wir, es werden 16 Bytes übertragen. Das ist eigentlich recht gut. Also eben Custom Protocol 15, ASN 1, 21, Avro 16. Heißt aber auch, dass jetzt
beide Seiten, Client und Server, diese IDL kennen müssen, weil anhand von dieser IDL können sie dann die Nachricht encodieren und wissen, wie dann diese Nachricht wieder gelesen werden soll, sodass sie dann von der Applikation verwendet werden kann. Das nächste Beispiel ist Protocol Buffers, ein Framework und ein Library, das auch sehr häufig verwendet wird. Wird von Google gepflegt und entwickelt. Das ist die Seite hier. Und hier sieht man bereits, wie man die Nachricht definieren kann. Man kann angeben, was der Name ist eines Feldes, was der Typ eines Feldes ist. Hier haben wir IN32, hier haben wir ID. Und dann mit Protokollbuffers kann man sich dann ein Code-Grundgerüst generieren lassen. Das Ziel von Protokollbuffers ist, dass es schneller als XML sein sollte und auch weniger Daten braucht, die übertragen werden müssen. Und es wird auch sehr häufig eingesetzt, also Google verwendet es für fast alle ihre internen Dienste. Dort werden die Nachrichten mit Protokollbuffers ausgetauscht. Da habe ich ebenfalls wieder ein Beispiel. Ich zeige es jetzt nicht aus Zeitgründen, aber ihr könnt es gerne austesten. Und zwar habe ich ein Proto-File hier, schema.proto. Da habe ich wieder das Beispiel mit Code und Message. Das ist mein Protobuf-Schema und damit kann ich jetzt nun Code erzeugen, welche ich dann damit Nachrichten serialisieren und deserialisieren kann. Protokollbuffers wie auch Avro und andere, die haben auch guten Support, was die Entwicklungsumgebung anbelangt. Wenn man solches Schema dann aufmacht, dann wird dann die Entwicklungsumgebung dann sagen, hey, ich kann dir Syntax-Highlighting anbieten, ich kann dir einen Check anbieten und in der Regel lohnt es sich, solche Plugins dann zu installieren. Das Resultat ist, es werden dann 18 Bytes übertragen. Das ist ein bisschen mehr als die 16 von Avro. Und hier unten ein Beispiel. Wir haben die Message wieder 5 Anybody There. Wir serialisieren es und auf der anderen Seite können wir es deserialisieren. Und eben in der dazwischen schaue ich, wie groß die Nachricht ist. Ist 18 Bytes. Das nächste Beispiel ist Apache Thrift. Das ist ein RPC-Framework von Facebook. Die verwenden keinen Protobuf, weil es wahrscheinlich von Google kommt und nicht von Facebook. Facebook verwendet Thrift, ist auch eine IDL und definiert auch ein Protokoll. Es gibt ganz viele Anbindungen an ganz viele Sprachen. Den Compiler kann man auch ganz einfach installieren. Hier eine Anweisung, wie man das mit Ubuntu machen kann. Man kann das auch mit anderen Betriebssystemen relativ einfach installieren. Und ein Beispiel habe ich auch wieder. Hier habe ich ein schema.thrift-File und hier sehen wir unsere Message. Wir haben hier wieder den Typ und wir verwenden hier in 32-Bit und hier die Nachricht, die dann übertragen wird und was dann über die Leitung geht, das können wir uns auch anschauen. Da habe ich wieder ein Beispiel gemacht, ist ebenfalls im Repository. Hier werden dann 49 Bytes übertragen. Das ist ein bisschen mehr als jetzt bei Protokollbuffers und Avro. Es wird aber auch ein bisschen mehr gemacht und zwar wird auch noch übertragen, welche Funktion man gerne aufrufen möchte. Das heißt, es ist eigentlich mehr als nur ein Protokoll, sondern man sagt darin auch, hey, ich will jetzt dann diese Funktion aufrufen. Deswegen die Größe hier. Funktion aufrufen kann man auch, wenn man gRPC verwendet. gRPC verwendet als Transport
um die Daten zu übertragen, HTTP2. Dort werden dann die Daten mit Protocol-Buffers encoded und das erlaubt dann ebenfalls Funktionen aufzurufen. Das heißt, auch dort kann man dann entfernte Funktionen, also nicht nur die Daten serialisieren, deserialisieren, sondern auch angeben, hey, ich möchte jetzt diese entfernte Funktion dann auch aufrufen. Also hier der Unterschied, Protocol-Buffers, hier definieren wir nur das Protokoll, wie kann es serialisiert, wie kann es deserialisiert werden. Und gRPC, dort sagen wir, wie können wir dann eine Funktion aufrufen, die auf einem entfernten Rechner ist. Das ist das, was Thrift auch macht und das Pendant dazu gRPC. Das kann man auch installieren, kann man sich gerne ausprobieren. Ich habe hier ebenfalls wieder ein Protofile und das Protofile hat jetzt ein bisschen geändert. So, das war das Protofile, das ich euch gezeigt habe mit dieser Nachricht und das habe ich nun erweitert und zwar definieren wir hier nun ein Service. Das heißt, hier können wir sagen, welche Funktion das aufgerufen werden soll und wenn wir den Protocol Compiler aufrufen, dann können wir noch hier ein Plugin angeben, gRPC, und dann werden ebenfalls die Methoden generiert, um diese entfernte Methode oder Funktion dann aufzurufen. Das heißt nicht nur deserialisieren, sondern auch, hey, ich möchte diese entfernte Funktion aufrufen. Und aus dem Programm heraus, das ist jetzt auf der Serverseite. Da kann man eben mit diesem generierten Code kann man sagen, ich möchte jetzt den Server laufen lassen. Auf der Client-Seite kann man sagen, hey, ich möchte jetzt eine Nachricht schicken, und zwar A-Message 5 anybody there und dann wird es übertragen. Ich habe dann gemessen, wie viel Daten übertragen werden. Ich habe das mit Wireshark gemessen, weil es eben HTTP2 verwendet als Transportprotokoll und hier das HTTP2 Transportprotokoll fügt auch dementsprechend Overhead hinzu. Es werden dann 171 Bytes geschickt und 124 Bytes dann empfangen. Das ist entsprechend mehr als bei Thrift, weil eben hier das HTTP2-Protokoll verwendet wird und das bringt eben diesen Overhead mit. Wenn wir uns das Ganze nun mit JSON anschauen, also das ist ja das Kommunikationsprotokoll, wenn ein Browser mit einem REST-Endpoint kommuniziert, wird sehr häufig JSON verwendet, weil das auch lesbar ist. Das heißt, man kann dann direkt lesen, was für Daten übertragen worden ist. Das ist sehr hilfreich beim Entwickeln. Und hier auch wieder ein Beispiel. Das gibt es ebenfalls in meinem Repo. Wenn ich hier nun eine Anfrage stelle und dann die Antwort zurückbekomme, dann werden 187 Bytes verschickt. Das ist natürlich einiges mehr als jetzt nur die reine Nachricht. Eben der Benchmark war 15 Bytes, nur die Nachricht selber. Und wenn wir das jetzt mit JSON und HTTP übertragen, dann sind wir bereits bei 187 Bytes. Aber bei JSON, dort sieht man dann direkt an der Nachricht, wenn man drauf schaut, was ist es für eine Nachricht. Hier ein Beispiel, das ist jetzt von CoinMarketCap und da sieht man direkt, um was es sich handelt. Das sind die Preise in Bitcoin, wie viel Angebot es gibt und da kann man eigentlich direkt lesen, was das für eine Nachricht ist. Das heißt, wir haben hier sicher einen Trade-off. Auf der einen Seite haben wir Protokolle, wir haben JSON, wo man lesen kann, was es sich, welche Daten das übertragen werden. Wir haben dann Protokolle, Custom-Protokolle, wo dann die Daten so übertragen werden, dass man eben nur einen Byte-String sieht. Das hat auch Implikationen natürlich auf die Größe der Nachricht. Das heißt, JSON eher größer. Wenn man
etwas ein Custom-Protokoll hat oder Protobuf oder Avro, sind sie eher kleiner, auch performanter, weil bei JSON hier muss man dann auch mehr Daten parsen und da muss man dann zum Beispiel auch die Daten eben nach diesen Anführungszeichen suchen, nach Kommas suchen hier. Also da gibt es einiges an Overhead. Und wie viel der Overhead ist, da gibt es auch immer wieder Benchmarks dazu. Hier eine Seite, die vergleicht unterschiedliche Formate mit unterschiedlichen Programmiersprachen, mit C++, Go und Rust. Und dann sieht man hier unten, wie schnell die einzelnen Programmiersprachen sind. Hier sieht man schon mit JSON, da braucht es am meisten Zeit pro Operation. Also JSON ist natürlich am langsamsten. Was ganz gut performt, ist Cap'n Proto. Da werde ich noch später drauf zukommen, was es ist. Bei Rust ebenfalls. Hier sehen wir, wenn wir JSON anschauen, da haben wir eigentlich die höchsten Werte. Und wenn wir jetzt Protobuf anschauen, hier, da haben wir doch relativ tiefe Werte, also mehr als Faktor 10. Die Protokolle, die binären Protokolle, also MessagePack, Avro, Protobuf, die sind einiges schneller zum Serialisieren und Deserialisieren. Aber eben, man kann dann die Nachricht entsprechend, wenn man am Debuggen, am Entwickeln ist, kann man nicht auf Anhieb sehen, was für Daten übertragen worden sind. Das ist ein bisschen ein Trade-off. Kommen wir nun zum HTTP-Applikationsprotokoll. Wir haben ja eben mit gRPC gesehen, das wird über HTTP übertragen. Auch dieses Beispiel, da verwenden wir HTTP. HTTP, das ist ein Applikationsprotokoll, das solltet ihr alle kennen. HTTP steht für Hypertext Transfer Protocol und mit dem wird im Web kommuniziert. Ist auch schon ein älterer Standard, 1989 von Tim Berners-Lee. Wurde das zum ersten Mal veröffentlicht. Dann wurde der Standard 1997 auf 1.1 wurde publiziert, dann 2 wurde 2015 publiziert und HTTP 3. Hier habe ich noch geschrieben Work in Progress, aber ich glaube mittlerweile ist das auch schon standardisiert und draußen. Das werde ich dann sicher noch nachtragen. Und es handelt sich um ein Request-Response Protokoll, das heißt, man schickt eine Anfrage und bekommt dann eine Antwort. Wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Antwort möchte oder nur eine Response, dass sich der Server beim Client meldet, dann muss man eben auf zum Beispiel WebSockets wechseln. Bei HTTP, dort kann man die Ressourcen mit einer URL identifizieren. Das heißt, diese URL identifiziert das HSR-Logo, sollte auch das Ost-Logo referenzieren. Das heißt, das braucht ebenfalls noch ein kleines Update, aber die Daten sind eigentlich immer noch vorhanden. Das heißt, ich kann hier diese URL eingeben, HTTPS und DSL HSRCH Design. Design slash HSR Logo und hier ups, Logo. Und da sieht man das HSR Logo, das jetzt eben zu Rost geworden ist. Aber den Namen, den muss ich auch noch ändern. Ich habe es einfach quick and dirty gemacht. Die URL hat auch ein gewisses Format. Das heißt, wir haben hier vorne das Schema. In diesem Beispiel habe ich HTTP, aber wenn man etwas verwenden sollte, dann wäre es sicher HTTPS und nicht HTTP. Das heißt, HTTP ist eben nicht verschlüsselt, HTTP ist verschlüsselt. Dann kann man noch Username Passwort eingeben, wenn man möchte. Dann kommt der Host. Dann kommt, auf welchem Port das es ist. Sobald man HTTPS verwendet, wird der Default Port 443 verwendet. Bei HTTP ist das der Default Port 80.
Dann kommt der Pfad, dann eine Query und zu guter Letzt hier ein Fragment. Das ist die ganze Spezifikation von einer URL und damit kann man eine Ressource nun identifizieren. Es ist ein textbasiertes Protokoll. Wir können uns anschauen, wie das Protokoll aussieht. Wir können hier einen Client starten. OpenSSL. Ja, das habe ich installiert. Und sage, ich bin ein Client und verbinde mich mit dsl.hsr.ch oder jetzt neui.ost.ch. Also beide URLs funktionieren bei mir immer noch. Auf dem HTTPS-Port. Dann kommt der TLS Handshake und hier kann ich nun eine Ressource anfragen und dann bekomme ich dann meine Antwort zurück. Wie gesagt, das ist eben ein textbasiertes Protokoll. Hier kommt es beim TLS zuerst zu diesem Austausch von den Schlüsseln und wenn man das hat, kann man jetzt hier nach der Ressource fragen. Ich habe jetzt einfach nur Slash angefragt. Das heißt, hier könnte ich eigentlich auch noch das Logo anfragen. Get und dann das hier. Und dann würde ich das Logo bekommen. Aber eben, wie gesagt, alles textbasiert. Paste. Und das ist jetzt das SVG-Logo. Der Browser sendet jeweils noch ein bisschen mehr. Also wenn man einen Request abschickt, dann sehen wir jeweils die Headers, die mitgeschickt werden. Das wird auch im HTTP-Standard wird das so definiert, was man alles mitschicken kann. Wir können jetzt uns einen Request ansehen. Also nicht das Logo, sondern die Webseite. Und da sehen wir hier beim Request. Beim Request hier unten sehen wir, was alles übertragen worden ist. Eben mein Browser schickt noch mit, dass der Content auch mit Gzip komprimiert werden kann, Deflate oder mit Brotli. Am effizientesten ist Brotli, was für eine Sprache, dass ich akzeptiere oder dass dieser Browser akzeptiert und. Und das alles kommt natürlich auch zu diesem Overhead, den wir uns vorher angeschaut haben. Das heißt, das zählt alles ebenfalls dann zur Nachricht. Bei der Antwort bekommen wir auch entsprechend etwas zurück. Das war der HTTP-Request, das ist hier der Response. Obwohl mein Browser gesagt hat, hey, mit Brotli könntest du eigentlich auch das zurückschicken, hat sich mein Server entschieden, das Ganze mit Gzip zurückzuschicken. Was es für ein Content-Type ist, also eine HTML-Seite, wie die HTML-Seite kodiert ist mit UTF-8, wann das verschickt worden ist. Und auf welchem Server, ich verwende Nginx, wurde das dann ausgeliefert. Also genau, welcher Server das ausgeliefert hat. Das ist der Response. Mit dem Response kommt dann noch ein Statuscode zurück. Wenn alles gut funktioniert, dann kommt der Statuscode 200 zurück. Okay. Damit kann man auch zum Beispiel einen Health-Check machen. Das habe ich in den News erwähnt mit Caddy. Wenn ich dann eine Abfrage mache und dann einen Status 200 zurückbekomme, dann weiß ich, die Seite oder dieser Service funktioniert. Wenn ich etwas anderes bekomme, zum Beispiel 5xx irgendetwas, dann weiß ich, hier ist etwas schiefgelaufen. HTTP ist stateless, das heißt, der Server muss sich kein State merken. Das heißt, der Client sendet immer dann alle Informationen, die es braucht, nochmals an den Server. Das vereinfacht natürlich die Architektur. Und bezüglich den Requests, hier habe ich jetzt
GET-Requests gemacht. Das ist, wird häufig verwendet oder ausschließlich verwendet, wenn ich jetzt eine Webseite aufrufe. Und wenn ich dann per REST zum Beispiel Funktionen aufrufen möchte, dann kann ich das mit Post, Put oder Patch oder auch Delete, wenn ich zum Beispiel in einem User-Tabelle habe und dort jetzt einen spezifischen User löschen möchte, das über eine REST-Schnittstelle machen möchte, dann kann ich über das HTTP mit dieser Request-Methode Delete, kann ich dann sagen, hey, bitte lösch mir in dieser User-Tabelle diesen User mit der ID XYZ, und eben als Request-Methode kann man dann Delete angeben, und dann weiß derjenige, der es empfängt, okay, der Benutzer wollte jetzt etwas löschen. Als Quick and Dirty, wenn man das mal braucht, kann man sich auch so einen Webserver, der dann nur ein 200, ein OK zurückliefert, kann man den auch mit einem Einzeiler kann man das bewerkstelligen. Das hilft beim Debuggen, wenn man zum Beispiel mit Containers arbeitet und jetzt austesten möchte, ob dort tatsächlich jetzt, wenn ich hier einen Webserver habe, ob das dann tatsächlich diese Nachricht ankommt oder nicht oder was ankommt, dann kann man das machen. Das kann ich ganz kurz ausprobieren. Und zwar habe ich bereits Netcat installiert. Und hier gebe ich nun das Kommando ein. Und da kann ich dann per Browser, ich mache es jetzt ohne While True, also nur ein Request. Ich gebe dann Hallo zurück. Und hier kann ich jetzt mit Localhost auf Port 8080 bekomme ich dann die Antwort zurück. Hallo, das ist diese Antwort hier, die ich zurückbekomme. Und da sehe ich noch, weil ich das Verbose nun habe, sehe ich, was der Browser mir alles schickt. Also hilft beim Debuggen, wenn ich auf der anderen Seite ganz kurz sehen möchte, kommt da was an, wenn der User jetzt einen Request macht. Und bei dem Webbrowser, das habe ich auch vorhin schon gezeigt, die Entwicklerkonsole, sehr, sehr, sehr hilfreich beim Entwickeln. Das ist diese hier. Ich bin sehr häufig unterwegs in der Netzwerk, im Netzwerk-Tab. Da sehe ich, welche Requests, mit welchen Parametern, was die genauen Response- und Request-Objekte waren. Und das geht bei Firefox, Chrome und allen gängigen Browsern hat es das. Und beim Entwickeln ist das eigentlich sehr, 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 sehr hilfreich. Gut, neben diesen Protokollen und auch neben HTTP gibt es natürlich ganz viele andere. Die werde ich sicher jetzt nicht alle im Detail durchgehen. Ein paar Protokolle, die ihr vielleicht kennt, ist das B-Encoding. Das wird hauptsächlich in BitTorrent verwendet. Das ist ein ganz einfaches Encoding. Intouch zum Beispiel fangen mit einem I an, hören mit einem E auf. Bei Bytes, die fangen dann mit einer Zahl an, wie viel oder wie lang das String ist. Man kann auch Listen und Maps haben. Und wird wie gesagt in BitTorrent verwendet. Hier ein Beispiel, da sieht man bereits ein D8, das heißt, hier ist das Announce 8 Characters, und da sieht man hier eben, das ist ein Dictionary. Neben JSON gibt es doch ein Universal Binary JSON für diejenigen, wo denken oder dass JSON für sie zu groß ist. Das kann auch in einer binären Format repräsentiert werden. Dort gibt es auch diverse Standards. Es gibt zum Beispiel auch noch CBOR, das steht für Concise Binary Object Representation, ist auch eine Variante von oder basiert auf JSON. Also da gibt es ganz viele Protokolle, die versuchen, das JSON in eine binäre, in ein binäres Protokoll umzuwandeln. Dann auch ganz spannend, Cap and Proto haben wir bei den Benchmarks gesehen. Das ist ein besonders schnelles und effizientes Protokoll. Es ist infinitely faster, und zwar deshalb, weil es eben kein Encoding-Decoding macht. Es nimmt dann alles aus dem Speicher,
kopiert es dann in die Nachricht und beim Empfang kopiert es dann wieder in den Speicher kopiert. Also es passiert kein Encoding, Decoding und deshalb ist es entsprechend schneller. Das gibt es auch bei Flat Buffers. Das ist eine ebenfalls eine Variante, wie man die Daten, ohne dass man sie encoden, decoden muss, direkt vom Speicher quasi kopiert. Und deshalb eben extrem viel schneller, weil eben dieses Encoding-Decoding wegfällt. Apache Arrow ebenfalls geht in diese Richtung. Hier hat man versucht, dann das Protokoll so zu gestalten, dass es möglichst effizient mit dem Memory Layout funktioniert. Das heißt, dass man auch die möglichen Caches der Prozessoren effizienter ausnutzen kann, zum Beispiel. Und das wird dann eben im Highspeed, wo man Performance, wo jede Nanosekunde zählt, werden dann solche binären Protokolle verwendet. Und natürlich, es gibt ganz, ganz, ganz viele. Wikipedia hat hier eine Liste. Ich kann die mal ein bisschen scrollen. Wie gesagt, die Liste, die ist eigentlich sehr, sehr groß. Es gibt verschiedene Eigenschaften bei diesen Protokollen, Vor- und Nachteile. Und hier habt ihr auch wieder die Qual der Wahl. Das Einfachste ist natürlich das nehmen, was alle verwenden. Jetzt im Webumfeld JSON. Performance-mäßig könnte man natürlich besser fahren, aber zuerst mal ein Projekt richtig machen, richtig erstellen und dann, wenn es funktioniert, an der Performance dann herumschrauben. Und genau, Benchmarks, 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 da gibt es immer ganz viele. Hier ein Beispiel zwischen Flat Buffers und Protocol Buffers und da sieht man schon eben, dass Flat Buffers einiges schneller ist. Protokoll-Buffers auch ganz schnell und JSON entsprechend langsam und Benchmarks von diesen Protokollen, die gibt es wie Sand am Meer. Das heißt, das gibt es auch immer wieder in den News, wo dann diese Serialisierungs- und Deserialisierungs-Framework getestet werden. Hier ganz klar JSON super langsam, Protobuf viel schneller und am schnellsten ist Flat Buffers. Genau, JSON, also zum Starten, JSON definitiv developer-friendly und verursacht am wenigsten Probleme. Wenn man dann in Skalierungsprobleme kommt, dann kann man sich überlegen, etwas anderes zu verwenden, aber eben starten würde ich mit JSON.